Hey Rufus, Lust auf eine Partie Faulobst legen? Na gerne. Ach Wenzel, schön dich wiederzusehen. Aber Rufus, wir haben uns doch gestern erst getroffen. Du wolltest dir eine Trittleiter ausleihen. Am Ende hast du aber meinen Kopf benutzt. Eine kleine Verwechslung. Immer machst du dich über meine Größe lustig. Man muss sich eben auch über die kleinen Dinge im Leben freuen können. Du wirst nicht glauben, was mir heute schon alles passiert ist. Lass mich raten. Du hast versucht, nach Elysium zu kommen, bist irgendwo runtergefallen und hast dir den Kopf angestoßen. Falsch. Ich hatte einen visionären Traum von der Zukunft. Dann ist mir ein zauseliger Typ mit einer Zeitmaschine begegnet. Jetzt werde ich von einem rosa Elefanten terrorisiert. Das klingt aufregend. Aber vielleicht sollten wir die Theorie mit dem gestoßenen Kopf noch nicht komplett verwerfen. Faulobst legen machen wir gleich. Moment. Ich sehe, hast du doch den Job in der Klärgrube angenommen. Gut so. Ein Mann muss wissen, wo sein Platz ist. Hä? Wie kommst du denn darauf? Der Klärwasserbottich, der Geruch, deine generelle Veranlagung. Ich habe einfach eins und eins zusammengezählt. Das ist kein Klärwasser. Der Bottich gehört zum lustigen Faulobstlegen. Ein Spiel mit einer jahrzehntelangen Tradition. Ihr hättet wenigstens mal das Wasser wechseln können. Und ich liebe Spiele. Faulobst legen. Das klingt aber gar nicht lustig. Eher so, als sollte da jemand ein dickes Buch mit aufs Klo nehmen. Es ist ganz einfach. Jeder Spieler versucht als erstes, drei Früchte seiner Sorte in eine Reihe zu legen. Ohne Handschuhe? Da bekommt man ja schon Pusteln vom Hinsehen. Ja, das größere Problem sind die Ratten. Die Viecher sind einfach verrückt nach dem Faulobst. Igittigit, warum sollte irgendjemand da mitspielen? Weil der Gewinner ein kaum gebrauchtes Kleinwildjägerdiplom aus dem Nachlass des Vorjahres-Champions erhält. Darum ist das Spiel auch ab 18. Naja. Und weil jeder Teilnehmer automatisch an der Erwachsenen-Tombola teilnimmt. Und am Infektionskrankheiten-Roulette. Ein Kleinwildjägerdiplom klingt lustig. Na dann, lass uns spielen. Na dann, lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Ich? Ich? Ja, genau. Was ist mit dem Rattenjungen? Der darf nicht mitspielen. Hä? Warum nicht? Weil er noch zu klein ist. Ja, und warum spielst du nicht? Warum kann der Rattenjunge nicht mitspielen? Weil er noch zu klein ist. Sprach der Gartenzwerg. Ja, warum spielst du denn nicht? Lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Ach ja, da war ja was. Na gut. Ich muss weiter. Mein Mantel nimmt langsam den Geruch deines Faulobstbottichs an. Jetzt habe ich mich so auf dieses schöne Spiel gefreut und dann kann ich nicht mitspielen. Ist ja fies. Ich heiße Leonardo Alfonso Miguel Garcia de... Na, macht ja nichts. Rattenjunge passt doch. Den anderen Quatsch kann sich ja eh keiner merken. Quatsch? Mein Name wurde mit einem Preis ausgezeichnet. Rattenjunge ist am Start. Warum sind alle so gemein zu mir? Oh, darfst du nicht mit den anderen Ratten spielen? Wenn sie das Faulobstspiel meinen, ich würde wirklich gern. Aber ich bin noch zu jung. Das stimmt, Rufus. Faulobst legen dürfen nur Erwachsene spielen. Bin ich in ein Grillennest getreten? Andauernd höre ich dieses Zirpen aus meiner Knöchelregion. Okay, wir müssen ihn also entweder erwachsen machen oder ihm einen neuen Ausweis besorgen. So, Moment mal, was war denn mit den ganzen Leuten hier? Sind wir denen einfach vorbeigelaufen? Ach, naja, was soll's. Dann erklär's mir einfach nochmal. Was genau willst du von diesem Idioten? Rufus, das ist doch kein Mann für dich. Ist er überhaupt ein Mann? Versager, das trifft es eher. Halt den Rand, Lotto. Er hat keinen Job, keine Manieren. Und das Größte von all den Sachen, die er nicht hat, eine Zukunft. Ich warne dich, Lotto. Rede nicht so über meinen Freund. Ach, komm schon, Toni. Vertraust du diesem Toni nicht gut etwa? Du hast Toni gehört, Lotto. Lass sie in Ruhe. Nein, ich möchte das jetzt wissen. Glaubst du wirklich, dass ihr euch beide nach Elysium bringen kann? Da lachen doch die Wombats. Zum letzten Mal, Lotto. Halt deinen Rand. Du könntest jeden haben, Toni. Wenn du nur einmal die Augen aufmachen würdest, würdest du es sehen. Hier sitzt ein richtiger Mann. Lotto. Bitte. Ein männlicher, bärtiger Mann. Die Möbel sind gerade erst neu.
Wie wär's? Möchtest du meinen Bart mal anfassen? Na, knick-knack? Gleich fliegt er raus. Eigenartig. Ich habe so ein Ziehen im Bein. Ob da wohl ein Gewitter im Anzug ist? Lotto, wie siehst du denn aus? Du kannst mich. Jetzt habe ich es kapiert. Du kannst mich ab jetzt Lotti nennen. Jetzt habe ich es kapiert. Oh mein Gott, das ist so dumm. Lotto sieht so verändert aus. Hat er einen neuen Hut? Hey, Lotto. Das heißt jetzt... Das heißt jetzt Lotti. Du bist jetzt also wirklich eine Lady? Wieso was? Was stimmt denn damit nicht? Hab ich gesagt, dass damit irgendwas nicht stimmt? Nein. Im Gegenteil. Glückwunsch zu diesem mutigen Schritt. Genau genommen hatte ich schon immer das Gefühl, dass eine großartige Frau in dir steckt. Du nennst mich fett? Was? Nein. Entschuldigung. Es ist nur, dass ich so unsicher bin, ob ich diesem neuen Leben wirklich gewachsen bin. Wenn du eines bist, dann gewachsen. Es wäre voll geil, oh Fazzo. Es wäre ganz entzückend von dir, wenn du mir mit einer ganz ehrlichen Einschätzung unter die Arme greifen könntest. Ja, da findet man die tollsten Sachen. Also, gibt es irgendwas, was ich an meinem neuen Ich noch verbessern könnte? Lass mich nachdenken. Die Stimme natürlich. Deine Stimme ist zu maskulin. Wessen Stimme ist zu maskulin? Sagte ich maskulin? Walkürenhaft, das wollte ich sagen. Besser. Du hast keine Oberweite. Aber Rufus, wo schaust du mir denn hin? Das geziemt sich nicht. Mag sein. Aber worauf hätte Lotto geachtet? Leg deine Hand aufs Herz und sag mir dann, dass sie nicht um eine Dreckrübenhälfte zu dicht dran ist. Du hast recht. Vielleicht hilft es, wenn ich den Bügel aus meinem männlichen Männerkorsett entferne. Dieses Symbol der Androkratie hat mich lange genug eingeengt. Hier. Nimm ihn mir aus den Augen, sei so gut! Fällt dir noch was auf? Was du brauchst, ist ein komplettes Makeover. Wir könnten shoppen gehen. Du probierst zu fetziger Musik verschiedene Kleider an und ich stehe vor der Umkleidekabine und mache vielsagende Gesichtsausdrücke. So. Oder so. Oder so. Zum Schluss geht's dann in einen Beauty-Salon und... Stopp, stopp, stopp! Es tut mir sehr leid, dass ich deinen Enthusiasmus bremsen muss. Aber nur weil ich jetzt eine Lady bin... Heißt das noch lange nicht, dass ich mich gleich in die nächsten Rollenklischees eingliedern will? Eine Verwandlung ist mehr als genug für einen Tag. Och, Menno. Du hast zu haarige Beine. Schockschwere Not. Du hast recht. Gut, dass ich meinen Rasierer noch nicht weggeworfen habe. Verflucht tut das weh. Gut so, halte durch. Aua, verdammt, ich sterbe. Ich leide mit dir, Kumpel. Was? Oh, dabei meine ich doch. Huhuhu, das zieht aber. Heulsuse. Fällt dir noch was auf? Rasier noch mal. Deine Beine sind immer noch zu behaart. Ich mach ja schon. Es ist nur so verdammt mühselig. Ich bräuchte irgendwas Besseres. Hätte ich doch nur meinen Haarwurzellaser nicht weggeworfen. Lotto hat sich die Haarwurzeln gelasert? Er hat Radsport betrieben, okay? Ich finde dich gut, so wie du bist. Du Charmeur! Kannst du mir deinen Rasierer ausborgen? Nicht, solange ich noch rumlaufe wie eine russländische Holzfällerin! Wobei ich mit einer Kettensäge wahrscheinlich besser vorankäme als mit diesem stumpfen Mistding!
Wer hat das nur angetan? Ich hab dir das nur angetan. Wieso angetan? Ich fühle mich regelrecht befreit. Als wäre ich jahrelang in einem riesigen Kokon gefangen gewesen, um nun endlich wiedergeboren zu werden als wunderschöner... Walfisch. Schmetterling! Schmetterling, meine ich doch. Na dann, hau rein, Alter. Ich meine natürlich, küss die Hand, ne Frau. Tüdelü! Tüdelü! Ein Bügel, Schrott, Schraubenschlüssel, Knickerfolie. Nichts davon eignet sich zum Haarentfernen. Das kommt mir irgendwie so beunruhigend bekannt vor. Na dann wollen wir uns doch mal unserer Freundin widmen. Ein Dart-Champion wie ich kann auch mit schlecht austarierten Billigpfeilen werfen. Aber treffen, das ist eine andere Sache. Dartpfeile sind immer gut. Eine Ente ist doch immer wieder schön. Hey, wie könnte ich die Ente treffen und dann bin ich Großwildjäger, richtig? Manchmal frage ich mich, ob es wirklich eine gute Idee ist, sie nach Elysium mitzunehmen. Ihre Manieren sind ja wirklich nicht die besten. Hey, und hier hängt ein Bart. Wer wirft denn einen ladenneuen, voll funktionstüchtigen Bart weg? Der ist doch noch gut. Das ist echt noch gut. Wenn man die Schnurrbartpartie entfernt, ist der auch ganz praktisch. Rückblickend betrachtet hätte man das mit Lotto auch vorher geahnt haben können. Dieses Glas ist weder halb voll noch halb leer. Es ist komplett leer. Wo bleibt der Nachschub? Wer lässt mir hier die Luft raus? Na, ein Glas nehmen wir doch auch. Plörre. Das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Denen fällt auch nichts Neues ein. Das lasse ich lieber hier. Ich kann mir bei aller Liebe keine Situation vorstellen, in der man so einen Quatsch gebrauchen könnte. Nein, nein, natürlich nicht. Nicht etwa irgendwas mit einem wild gewordenen Stier oder so. Hey, Toni! Huhu, Schnutzelbärchi. Was hatten wir zum Thema Schnutzelbärchi gesagt? Dass sie eine cholerische Pestnatter ist, dafür aber einen knackigen Hintern hat. Ich wollte zwar darauf hinaus, dass du mir keine Kosenamen geben sollst, aber trotzdem, gute Antwort. Hast du eine Ahnung, was mit Lotto passiert ist? Nun, er hat sich ein wenig verhoben. Ich sag ja, sowas kann böse enden. Aber du verlangst trotzdem immer wieder, dass ich den Müll rausbringe. Ich meinte das bildlich. Moment, du warst das? Warum? Er hat ein paar hässliche Dinge gesagt. Hässliches Entlein hässlich oder deine Mutter hässlich? Vielleicht hat es doch den Falschen getroffen. Der Ballon ist startklar. Du hast es wirklich hinbekommen? Natürlich. Wieso fragst du so dämlich? Es ist nichts explodiert? Noch nicht. Oder verbrannt? Kein Stück. Oder in die Brüche gegangen? Naja. Zwei von drei. Deutlich besser als erwartet. Ich glaube, das mit den Gläsern erzähle ich ihr später. Du wirst nicht glauben, was heute schon alles los war. Oh nein. Was hast du jetzt wieder angestellt? Nichts. Wieso? Keine Brände oder Explosionen? Nein. Gibt es Verwundete oder Brandopfer? Tiere zählen auch dazu. Nichts von alledem. Tja, dann hast du recht. Ich glaub's dir nicht. Und ob ich von meinem Traum erzählen sollte? Am Ende erwähnt er Goal und dann wird sie bestimmt sauer. Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Ja, vielleicht, ja. Jedenfalls war da sowas von abgefahren. Der Organon wollte Deponia sprengen. Ha, aber den habe ich gezeigt, wo der Wombat die Locken hat. Vielleicht ist das ein Ausdruck von unterdrücktem Selbsthass. Ich meine ja nur, weil du auch immer alles in die Luft springst. Selbsthass? Ich? Mich? Blödsinn, ich bin super. Wobei es schon verwunderlich ist, dass in meinem Traum alle Organons Klone von mir waren. Keine weiteren Fragen. Ich hatte es fast bis nach Elysium geschafft. Aber dann ist dir deine Menschenliebe dazwischen gekommen. Das erzählst du immer, wenn deine Pläne scheitern. Aber diesmal war es wirklich so. Du meinst in deinem Traum. Ach ja, sorry. Es war nur alles so realistisch. Wenn du dir das nächste Mal unsicher bist, sobald einer deiner Pläne realistisch wirkt, ist es hochwahrscheinlich ein Traum. Ähm. Wir hatten uns getrennt. Ja,
Davon träume ich auch öfter. Endlich mal eine Woche ohne Brände in der Küche. Naja, also ganz so war es ja nicht. Irgendwie habe ich ja trotzdem noch bei dir gewohnt. Ah, ein Albtraum also. Da ist es. Ich habe eine Elysianerin kennengelernt. Eine echte Orbit-Elfe. Ist das eine Art Retourkutsche, weil ich immer von Cowboy Dodo träume? Du träumst von Cowboy Dodo? Jede Frau träumt von Cowboy Dodo. Ja, hast recht. Also, meinem Traum kann man, glaube ich, auch vor. Muss ich mir etwa Sorgen machen? Naja, es war nicht diese Art von Traum. Haha, ganz im Gegenteil. Es war ein ihm gehörig den Arschversohl-Traum. Hä? Das ist Tonys Fantasie. Cowboy Dodo, ja, der hatte doch gute Lieder. Ich hätte gerne nochmal so ein Cowboy Dodo-Lied. Am Ende habe ich mein Leben für die Rettung der Ponias geopfert. Haha, ausgerechnet du. Warum nicht? Muss ich dich daran erinnern, wie ich mein Lymphsystem der medizinischen Forschung gespendet habe? Das zählt nicht. Die wollten es nur haben, um zu verstehen, wie du den Spaghetti da reinbekommen hast. Außerdem hast du es nicht aus Menschenliebe getan, sondern für ein Abo der Chirurgenwoche. Mich interessieren nur die Artikel, ehrlich. Schließlich war ich alt. Überall war alles voller Schnee. Ich dachte, du hast dich geopfert. Ja, stimmt. Haut irgendwie nicht hin. Also, ich muss überlebt haben. Aber zu welchem Preis? Alles war so hoffnungslos kaputt und dreckig und im Eimer, dass ich schließlich Deponia in die Luft gesprengt habe. Das muss der mit Abstand krasseste und längste Albtraum der Welt gewesen sein. Ich weiß nicht. Unsere Beziehung hält ja jetzt auch schon wieder recht lange. Ja, also, das stimmt. Was ist denn da passiert nach dem Absturz? Das fehlt. Ja, du hast meine Träume noch nie verstanden. Und je mehr du erzählst, umso stolzer bin ich drauf. Haha, beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja, warum nicht? Was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Paps Tschö sagen. Ach, Gläser? Was? Naja, Gläser! Um die Gläser kann ich mich doch kümmern. Oh, Rufus. Das hatten wir doch schon. Das ist eine Aufgabe, die deinen Fähigkeiten einfach nicht entspricht. Wie meinst du das? Na ja, du wirst sie kaputt machen. Das ist doch Unsinn. Und selbst wenn, würde ich einen Weg finden, das wieder ungeschehen zu machen. Du willst immer das Unmögliche, aber deine Finger an meinen Gläsern, da ist die Grenze. Verstanden? Können wir die Gläser nicht einfach hier lassen? Wollen wir diese Diskussion wirklich noch einmal führen? Ich gebe hier viel auf. Und alles für die verschwindend kleine Chance, dass du uns entgegen aller Wahrscheinlichkeit nach Elysium bringst. Die einzige Bedingung? Ich will die Gläser meiner Großmutter mitnehmen. Ich sag ja nur, es ist ein langer Weg. Nicht, dass ihm was passiert. Du sagtest, es sei sicher. Ist es ja auch. Aber ein kleines Restrisiko lässt sich eben nicht ausschließen. Und auf Elysium haben sie sicher auch ganz hervorragende Großmuttergläser. Ich komme entweder mit den Gläsern oder gar nicht. Na gut, ich sag's. Die Gläser sind kaputt gegangen. Ich weiß, dass du nur einen Witz machst. Weil dir ja bewusst sein dürfte, dass unsere Beziehung an diesen Gläsern hängt. Sowie deine Fähigkeit, ohne Schnabeltasse zu trinken. Stimmt, reingefallen. Es sollte nur ein Witz sein. Ein lustiger. Nicht lustig. Nicht lustiger Scherz, genau. Okay. Ich habe ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich. Gut. Hey, ein Stromkehrer, den brauche ich. Hey, Finger weg. Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb. Ein Dart-Wettbewerb? Oh Junge, da muss ich mitmachen. Sei bitte vorsichtig. Bei deinem letzten Dart-Spiel habe ich 2 gute Kunden verloren. Moment, das ist ja einfach. Dart-Pfeil, Scheibe. Und... Hey.
Hey, wow. Es hat funktioniert. Treffer, damit hast du den Dart-Wettbewerb gewonnen. Hier, nimm den Hauptgewinn. Gewinn? Was ist es? Ein Stromumkehrer. Na super. Hey, das war irgendwie viel einfacher, als ich es mir vorgestellt habe. Und ich kann den Pfeil nicht mehr mitnehmen. Na, sollen wir noch mit Donzo reden? Na, dann reden wir doch noch mit Lor. Moment mal, Drosselfried? Hey, Finger weg! Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb. Das Drosselglied, der Spielverderber unter den paramechanischen Bauteilen. Hey, Finger weg! Das... Aber wenn das für ein... Ich habe doch den Dart-Wettbewerb gewonnen! Außerdem kann ich nicht nochmal werfen. Vielleicht kann ich mich verkleiden? Wie kann ich denn den Bart, Tja, das geht wohl nicht. Da fällt mir gerade voll der Hammerspruch ein. Leider hat er schon einen Bart. Hey, Rufus! Hey, Lonzo! Dasselbe wie immer? Ganz im Gegenteil. Ich will etwas Neues, etwas anderes, etwas Aufregendes. Da hast du Pech. Ich habe nur dasselbe wie immer, Plörre. Warum fragst du mich dann überhaupt? Na, für gewöhnlich wollen die Leute eh nur, was sie bereits kennen. Ha, gewöhnliche Leute wollen gewöhnliche Dinge. Aber da mache ich nicht mit. Mache ich nicht mit. Nicht mit mir. Hört ihr? Nicht mit mir. Hey, Rufus. Hey, Lonzo. Was gibt's Neues? Nichts. Dafür aber umso mehr vom Alten. Oh, danke. Bitte keine Umstände. Ja, Moment mal, ich will diesen Dart-Wettbewerb jetzt will ich aber hier nochmal teilnehmen. Ich brauche noch das andere Ding. Kann ich denn nicht... Ach, ich weiß auch nicht. Na gut, wir haben ja neues Zeug. Vielleicht kann ich jetzt irgendwie hier, Genau, vielleicht kann ich jetzt hier einen Schnitt machen und ich beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann.